Was sind die Folgen, wenn die Produkte eines Unternehmens nicht mit konstant hoher Qualität hergestellt werden? Der maximal mögliche Gewinn wird nicht erreicht, da Produkte mit geringerer Qualität nur zu einem niedrigeren Preis oder gar überhaupt nicht verkauft werden können. Die hergestellte Ware entspricht nicht durchgehend der bestmöglichen Qualität. Prozessoptimierung ist ein Verfahren, das angewandt werden kann, um die Prozessparameter in der Produktion eines Unternehmens, zum Beispiel die Messwerte aus der Fertigungsstraße, zu sammeln, zu analysieren und in einer Art anzupassen, die zu einer Maximierung einer gegebenen Zielgröße, zum Beispiel der Produktqualität, führt. Für die Optimierung der Produktqualität wird entsprechend die Vorhersagefunktion für die Qualität der Ware optimiert. Doch wie funktioniert das? Die Lösung von PwC besteht aus zwei Schritten. Ein Data Mining Modell, zum Beispiel eine Support Vector Machine oder ein neuronales Netz, wird mit historischen Messwerten und Ergebnissen der Qualitätsmessungen trainiert. Durch Extrapolieren dieser Messwerte kann das Modell in der Lage sein, bessere Werte zu finden, als jemals in der Vergangenheit erreicht wurden. Anschließend wird ein genetischer Algorithmus verwendet, um diejenigen Eingabewerte zu finden, welche die besten Ergebnisse bzw. die höchste Qualität liefern. Dies wird durch intelligente Rekombination und Mutation von Teilmengen der Prozessparameter erreicht, wobei so lange fortgefahren wird, bis eine gewünschte Qualitätsstufe oder maximale Anzahl an Iterationen oder Generationen erreicht ist. Nun, da die einzelnen Stationen der Fertigungsstraße mit den optimalen Werten aus dem genetischen Algorithmus konfiguriert sind, nimmt der Anteil hochqualitativer Produkte zu, was wiederum zu einem gesteigerten Gewinn für das Unternehmen führt. Durch die Prozessoptimierung kann PwC die Daten, die in den Fertigungsstraßen ihres Unternehmens anfallen, nutzen, um sie dabei zu unterstützen, dass ihre Produkte stets mit höchstmöglicher Qualität hergestellt werden.